Hilfe ist nötig. Nicht nur bei schweren Unglücken oder Erdbeben braucht es auch psychologische Unterstützung. Das kann im Grunde genommen jeden von uns jederzeit in allen Lebenslagen treffen. Eine psychische Notsituation, um hier gut auf Menschen einwirken zu können, hat das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim ein Erste-Hilfe-Programm entwickelt. In Kursen wie hier beispielsweise in Neustadt an der Weinstraße vermitteln ausgebildete Psychologen das Wissen dafür. Die Teilnehmer beschäftigen sich dann zum Beispiel mit akuten Notfällen wie aufkommende Suizidgedanken oder Panikattacken. Dr. Simone Maltese ist psychologische Psychotherapeutin und auch im Leitungsteam dieses Kurses. Sie hat das Angebot mitentwickelt. Heute bei uns zu Gast, freue mich sehr. Sagen Sie, an wen genau richtet sich eigentlich dieses Angebot? Also dieses Angebot ist grundsätzlich für alle Erwachsenen, die Interesse an dem Thema psychische Gesundheit haben und das Bedürfnis haben, ihre Mitmenschen, die Menschen, die ihnen nahestehen, zu unterstützen, wenn sie ein psychisches Gesundheitsproblem erleben oder in eine akute Krise kommen. Also es geht nicht um eine Hilfe zur Selbsthilfe, also für sich selbst natürlich profitiert man auch selbst vom Kursangebot, sondern darum dann entsprechend anderen Menschen in Situationen. Korrekt. Und vor allem ist die Zielgruppe interessant, der Menschen, die Verantwortung für andere Menschen haben. Das heißt, seien es Führungskräfte, LehrerInnen, TrainerInnen, aber auch Menschen wie Rettungskräfte und Pflegepersonal. Auf welche Themen schauen Sie da? Denn wir haben Krisen allgegenwärtig, kommen aus der Corona-Krise heraus, hatten eine Finanzkrise etc. Mhm. Also die Belastungen an uns Individuen sind mannigfaltig. Mhm. Wo kann man dann nach einem solchen Kurs helfen? Also grundsätzlich vermitteln wir in den Kursen erstmal so ein Basiswissen zu den häufigsten und wichtigsten psychischen Störungen. Das sind zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, aber auch Substanzabhängigkeit und Missbrauch und Psychosen. Und gleichzeitig auch Wissen über psychische Krisensituationen, wie jetzt zum Beispiel Panikattacken oder Suizidgedanken. Und die Menschen lernen dann, Warnzeichen und Symptome zu erkennen und einzuschätzen. Und sie lernen auch und üben dann konkret an Fallbeispielen und mit Rollenspielen und durch Unterstützung mit Filmen, wie sie konkret Betroffene ansprechen können und sie dann in professionelle Hilfe vermitteln können. Also Betroffene, die einem möglicherweise im Bekannten- oder Freundeskreis vorher noch gar nicht aufgefallen sind, die man aber dann vielleicht nach dem Kurs dann sensibel ansprechen kann. Genau. Aber wir wissen ja, dass mehr als 30% der deutschen Bevölkerung während eines Jahres psychische Gesundheitsprobleme erlebt. Und das heißt, sie sind sehr weit verbreitet und fast jeder von uns kennt jemanden im Umfeld. Nur die Menschen sind oft sehr unsicher und wissen nicht so richtig, soll ich das jetzt ansprechen oder soll ich das einfach ignorieren? Und sie merken schon häufig, der Mensch hat sich verändert und geraten dann natürlich in Sorge und wissen nicht so richtig, wie sie unterstützen können. Und im Kurs können sie eben das notwendige Wissen erwerben und auch die Fähigkeiten, eben andere anzusprechen und vor allem auch das Wissen über Hilfsmöglichkeiten. Denn psychische Störungen sind gut behandelbar und das natürlich, ist es natürlich besser, desto früher Menschen in Therapie sich begeben, in professionelle Hilfe begeben. Ist gut behandelbar, aber nach wie vor ein Tabu. Also man sagt irgendwie leicht, ich habe mir den Ellbogen verstaucht oder ich kann den Arm nicht heben, habe da Probleme. Aber wenn es um die Psyche geht, dann ist es teilweise immer noch manchmal mit Scham behaftet und Ähnlichem. Also auch da wichtig, Grenzen und Berührungspunkte abzubauen. Auf jeden Fall. Und die Themen werden auch im Kurs angesprochen und behandelt. Und dadurch, dass die Menschen dann korrektes Wissen auch erwerben über psychische Störungen, können sie dann auch ein Zeichen setzen in ihrer Umwelt und gegen die Stigmatisierung vorgehen, die psychische Störungen oft immer noch erleben in der Gesellschaft. Wenn jetzt Firmen sagen, da würde ich gerne meine Führungskräfte hinschicken. An wen wendet man sich? Also grundsätzlich können alle Menschen, die Interesse haben und auch selbst sich psychisch in der Lage fühlen, also stabil sind und gerade nicht an ausgeprägten psychischen Schwierigkeiten leiden, können die sich in unserer Homepage unter www.mhfa-ersthelfer.de für Kurse anmelden. Das Angebot wird auch täglich aktualisiert. Und Unternehmen und Organisationen können sich bei unserem Firmenkundenbereich melden und da auch spezifische Angebote eben bekommen. Das sind Mona Malteser. Danke Ihnen fürs Kommen.